Gut, dass er immer noch leuchtet. So, jetzt ist der Kopter in den Teich gefallen. Ich kann da auch, Knut, ich kann ja auch mal manche Schuhe ausziehen. Kann mal einer filmen. Also den Sender legen wir hier hin. Komm, halt mal fest. Du hast ja, wie geht er dann? Weißt du doch, mit Filmen. So. Einfach so halten. So, guck. Dann geht der Onkel Gektor mal ins Wasser. Gektor, genau. Das ist doch kein Problem. Oh, da kriegst du ja kalte Füße. Komm, hier ist was. Ich mach kein Wasser. Ah, guck mal, wir haben einen Mann mit einer langen Latte. Komm mal her. Ja, das ist. Dann fahr ich gleich rückwärts heim. Okay, jetzt kann ich. Oder filmst du vielleicht? Hey, komm, mach du, ich bin. Der ist ja komplett unter Wasser, sehe ich jetzt. Ja, ja, klaro. Ja, sicher. Aber ich hab gedacht, der wird schwimmen. Du, kannst du mal weiter noch, kannst du mal filmen, Micha? Einfach mal auf das blinke Ding. Zu spät. Vorbei. Jetzt mach ich immer viel Scheiße, ja. Die andere Seite. Ja, genau. Wie? Genau. So, wenn man im Physikunterricht aufgepasst hätte, dann wüsste man das. Lass doch mal gucken, wie lang der klingt. So. Cool wäre gewesen, jetzt, wenn er es aus dem Wasser genommen hätte und er hätte es nicht mehr geblinkt. Wahrscheinlich dachte der jetzt direkt. Ja, klaro. Man muss ja sofort wieder fliegen. Nur dann trocknet er. Aber bitte nicht mehr ins Wasser. Na gut. So, dann film mal, ob er jetzt fliegt. Knut, ja. Da ist mir eben eingefallen. Ich werde mir hier für guck die mal, zwei film mal auf den Kopter. 10 Inch, ja. Werde ich mir die in der Höhe, wo da oben ah, ein Propeller geht etwas schwer. Warum? Dann klappe ich die einfach oben. Du hast dann die Innenhöhe? Ja. Dann habe ich wenigstens die Scheiß... Ja, dann probiert mal, ob es passt. Na ja. Aber der wird noch fliegen, kann, wenn der mal trocken ist. Ja, ja, das brauche ich jetzt. Aber die Innenhöhlen, da drauf geht mir ja eher, ne? Ja, ja, aus den Innenhöhlen, ja. Du kannst die doch hier in der Größe, in der Höhe von der 10 Inch abschneiden. Ja, anscheinend muss er trocknen. Ja, aber die kannst du doch umklappen, die sind doch flexibel. So, machen wir aus. Ja. Jetzt hier drauf. Also, den Kopter haben wir jetzt ins Wasser geschmissen. Wir haben heute Flugtag mit mehreren ganz winzigen Köpterchen. So klein ist es. So. Da rum geht's um diesen hier. Der war eben im Wasser. Und jetzt gucken wir mal, ob er wieder geht. Bindet. So, jetzt ein bisschen weiter. Und fliegt wieder. Landen. Ja, kleiner, robuster Kopter lag 5 Minuten im Wasser.